Hallo und willkommen, meine Freunde, bei einer nächsten Folge Planet Base. Ich glaube, wir haben verkackt, unsere Leute, die verhungern jetzt irgendwie alle. Ich muss das hier nochmal priorisieren, nach oben. Ich glaube, hier haben die Wings dann gearbeitet. Hingegen hier nicht. Also hier der Wartungszustand ist ziemlich schlecht. Lassen wir das Labor erstmal weg. Wir müssen schauen, dass wir den Hunger wegbekommen, Mann. Also, zwei Biodrome sind schon Unsinn. Wir sollten lieber drei nehmen. Es ist immer schwer zu sagen, wie man letztendlich anfangen soll. Jetzt waren wir so gut in der Roboterproduktion drin und es hat uns noch nicht weitergebracht. Wir haben jetzt hier viele Halbleitern liegen und viele Ersatzteile, aber keine Nahrung. Wir haben einfach den Grad der Nahrung verpasst. Beziehungsweise wir hätten einfach hier und dann hätten wir auf Nahrung gucken sollen. Und hier geht es immer mehr bergab. Wobei, hier wird da jetzt wieder Essen produziert, wie ich das sehe. Hier ist da wieder ein Essen drin, was hätte gegessen werden können. Heißt auch einfach doof, also, dass die Leute da nicht so schnell nachkommen. Die Moral ist doch hier eigentlich gut bei uns auf der Base. Im Grunde genommen haben die alles, was die hätten, wenn die Biologen mal arbeiten würden, aber das tun die einfach nicht. Wir haben noch immer vier Biologen und vier Biologen laufen einfach rum und tun nichts. Das ist das Problem. Wenn die wenigstens mal essen würden. Aber selbst dazu sind die noch ein bisschen zu blöd, glaube ich. Warum der nicht essen geht, ich verstehe das nicht. Es ist doch Essen da, oder nicht? Jetzt nicht mehr. Jetzt ist wieder kein Essen mehr da. Am liebsten würde ich den so packen und dann hier hinsetzen. Jetzt das mal, was kommt da? Ein Handelsschiff. Was bringst du mir mit? Ich kann jetzt meine Halbleitern verballern, aber er hätte wieder Essen, was uns nichts bringt letztendlich. Wir testen es, ob wir es retten können. Aber ich glaube es nicht, dass wir es retten können. Ne, die Stärke nehme ich nicht. Dann gebe ich einmal Erz noch ab. 50. Dann kriege ich von dir noch Fleisch. Ne, kriege ich auch nicht hin. Gemüse kriege ich auch nicht hin. Dann bekomme ich von dir so ein, so zack, dann handeln wir. Komm, vielleicht war es das jetzt nochmal das Pushmittel, aber ich glaube es wieder nicht. Nee. Unsere Bauroboter, die arbeiten und der Rest arbeitet aber nicht. Also unsere Transportroboter. So, was fehlt dir denn aus? Stehen 4. Und das ist ein bisschen blöd an dem Spiel gemacht. Es gibt einfach zu lange Durststrecken, wo man nichts machen kann. Obwohl die hier rumlaufen, die gehen nicht und holen sich jetzt Essen oder so. Ja, der nächste, der verhungert ist. Also ich glaube, das war es jetzt wieder. Das war unsere Folge Planet Base. Wir haben es also wieder nicht geschafft. So, jetzt steht hier draußen Essen rum. Und warum nehmen die Dings das nicht mit? Jetzt gehen die Arbeiter wieder dahin. Statt die Biologen dahin gehen. Warum gehen die Arbeiter jetzt dahin? Ja, komm, ich sag dazu nichts mehr. Ich reg mich doch nicht mehr drüber auf.
keine Ahnung, wer da jetzt wieder ist. Also das ist total blöd von dem Spiel gemacht. Ja, und wenigstens habt ihr einen Einblick bekommen, wie das Spiel letztendlich ist. Am Anfang macht es verdammt viel Spaß, aber dann seht ihr, passiert einfach nichts, weil die Leute stehen einfach nur rum, auch wenn sie Hunger haben, die stehen rum und tun gar nichts, statt die wirklich sich denn mal notgedrungen, dann vielleicht mit 50% nur, ihre Arbeitskraft hier irgendwie um die Pflanzen kümmern. Aber nein, das machen die gar nicht. Und dann laufen statt die Biologen, laufen dann die... die Arbeiter dahin und essen das Zeug weg, was eigentlich die Biologen essen sollten. Das ist alles Käse und Quatsch und Scheiße ist das. Aber ja gut, okay. Ich habe jetzt genug geflucht, so ist es nun mal. Wir haben auch langsam gebaut, wir haben jetzt über 3 Wochen hier dieses Spiel gespielt und ihr seht, es ist noch nicht ausbalanciert. So, er hat gerade gegessen und hat schon wieder Hunger, oder was? Er ist doch gerade aufgestanden und hat gegessen. Und er ist ein Biologe. Wo geht der jetzt hin? Das würde mich jetzt mal interessieren, wo der jetzt hingeht. Ich könnte schwören, der saß da und hat da eben was gegessen. Ja, hier, ihr seht es ja hier, ne? Der ist voll mit Nahrung, Ernährung und... Was ist? Der hat da oben ein Zeichen drüber, als würde er essen. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Also, ich kann mich ja irren, aber... Wir können noch mal gucken, warte mal. Wenn er gleich wieder weggeht. Ja, ich krieg den noch nicht. So, also, Nahrung, sie ist bei mir voll... mangelnde Ernährung, dieser Kolonist hat nicht abwechslungsreich genug gegessen. Na toll. Jetzt beschwert er sich ja noch über die Abwechslung oder was? Wie kriegt man das denn in den Griff? Ich weiß es nicht. Also wenn wir jetzt auf jeden Fall drauf gehen, meine Freunde, dann ist es nun mal so. Dann haben wir ein Problem weniger, denn dann stellen wir dieses Spiel ein. Aber das liegt dann auch an mir. Also ich muss das erst dann offline üben, bevor ich dann nochmal ein Let's Play daraus mache. Weil irgendwie läuft hier was schief. Was nennen die abwechslungsreich? Wir haben hier... Hühnchen, wir haben hier Rind, wir haben hier, ja, also hier Hühnchen, hier haben wir Rind, hier haben wir Schwein, dann haben wir nochmal Schwein und nochmal Rind, ja, wir haben hier Gemüse, haben wir Pilze, wir haben Erbsen, wir haben Tomaten und die sagen mir immer noch, er hat nicht abwechslungsreich genug gegessen, das kann doch nicht sein. Also das, nee, also wenn ich alles glaube, aber sowas glaube ich nicht. Das muss ein Bug sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also wir werden jetzt weiter kaputt gehen. Ich werde jetzt auch nichts mehr unternehmen, dass wir das jetzt irgendwie rumreißen, das Ruder. Denn hier steht alles auf Priorität. Der Biologe hat eben gegessen, der hat eine komplette Nahrung gegessen und wie gesagt... Die mosern jetzt alle rum, hier untätig. Er ist untätig, weil weiß er wahrscheinlich selber gar nicht. Wir haben einen Laser. Hier ist unser Laser und da schlägt es ein. Zwar haben wir nur eine, sag mal schnell, wir haben nur eine begrenzte Chance, dass wir den Meteor abschießen können, sozusagen. Ja, aber das macht alles keinen Sinn mehr. Da, bei sowas vergeht mir dann auch einfach die Lust, ne? Also ich bin gerne bereit, nochmal 10-mal neu anzufangen, aber wenn ich sehe, dass ich hier verschiedene Sachen habe, wie gesagt, Pilze, Erbsen, Heilpflanzen, nochmal Pilze, Tomaten, sämtliche Fleischretorten, ja, und er sagt mir dann immer noch, er hat nicht abwechslungsreich genug gegessen, ja, dann fasse ich mir an den Kopf, dann frage ich mich, was soll das Ganze? Und nee, das mache ich nicht.
Also geht hiermit die Folge zu Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr Planet Base gesehen habt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch gerne das Spiel auch kaufen bei Steam. Wir werden jetzt diese Folge einstellen, denn letztendlich, wie gesagt, am Anfang macht es verdammt viel Spaß, aufbauen und zu produzieren. Sicherlich liegt es immer an denjenigen, der spielt, so wie mir. Aber wir haben hier wirklich verschiedene Dinge gehabt. Was mich an dem Spiel auch extrem stört, wir haben es ja bei Twitch im Livestream auch gesehen. Es gibt Zeiten einfach dazwischen. Da wartet man und kann nichts machen. Und wie gesagt, die laufen hier mit Knochenbrüche rum oder haben nicht genug gegessen und machen aber dann trotzdem nichts. Die gehen einfach nicht arbeiten, die tun nichts. Und hier hat das Spiel erstmal nochmal richtig, richtig Nachholbedarf. Und wie gesagt, es ist zu vergleichen wie Banished. Aber da spielen wir lieber ein anderes Spiel. Aber wir ärgern uns da nicht weiter mit rum. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr diese Folge gesehen habt. Das ist das Ende zu Planet Base. Wir sind kaputt gegangen, obwohl wir überhaupt gar nichts gemacht haben. Wir waren eigentlich so gut drin im Dings, loggen uns ein und auf mal hat alles Hunger. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.